Simon Pirkel, Roko Mislav und Jan Dolleschall sind neu beim SV Horn und verstärken ab sofort das Team von Hans Klär. In der VIP-Lounge der Sparkasse Horn Arena blicken sie im noch ruhigen Stadion dem Liga-Auftakt entgegen. Wir nützen die Möglichkeit und stellen euch 3 der 6 Neuzugänge vor. Ja, also ich bin in Innsbruck groß geworden. Ich bin mit 16 beim FC Wacker Innsbruck eigentlich zur ersten Mannschaft gekommen, war davor in der Akademie. Und bin dann schon einmal mit 20 als Leihspieler zu Lustenau gekommen, zu Austria, und bin da jetzt das letzte halbe Jahr gewesen. Und ja, seit Februar bin ich in Horn. Hi, I'm Jan Dolleschall from Croatia and Hi, ich bin Jan Dolleschall aus Kroatien. Ich habe mit 8 Jahren bei Dynamo Zagreb zu spielen begonnen und dort bin ich 5 Jahre geblieben. I played there for 5 years. So ich habe meine Profikarriere in meinem Geburtsort Zadar begonnen. Als ich 25 war, bin nach Österreich erstes Mal gekommen. Meine erste Station in Österreich war Harburg. Dort habe ich 5 schöne Jahre gehabt. Letzte Saison in Harburg sind wir in die Bundesliga aufgestiegen. Letzte Saison habe ich bei SK in St. Pölten gespielt, auch ein erfolgreiches Jahr war. Und im Sommer bin ich nach Polen gewechselt. Dort war ich nur ein halbes Jahr und jetzt ab Winter bin ich bei SV Horn. 6 Neuzugänge stehen insgesamt zur Verfügung. Trotz schmerzhaften Abgängen stimmt die Qualität und die Zuversicht. Ja, die Mannschaft ist charakterlich richtig gut. Also ich finde, sie haben uns neuen Spieler, also zumindest mich, haben wir richtig gut aufgenommen. Wir haben es ziemlich einfach, da reinzukommen. Der Charakter stimmt auch am Platz. Und ich denke, mit dem Charakter werden wir unsere Ziele sicher erreichen können. So we work hard and wir arbeiten sehr hart und das Training ist anstrengend. Jeder hier macht einen guten Job. Ich hoffe, wir können das auf den Platz bringen und in der Meisterschaft abrufen. To the pitch, to the championship, and we can do it. Ja, ich werde versuchen, mein Bestes zu geben und das Mannschaft wird erfolgreich. Es wird nicht einfach, wir haben wenige Punkte, aber ab jetzt für uns beginnt eine neue Saison und in den ersten 4 Spielen werden wir versuchen, so mehr wie möglich Punkte rauszuholen und dass wir haben einen guten Start und dann glaube ich, wird alles einfacher. Ein guter Start soll also her. Am Freitag wartet schon die erste Möglichkeit im Heimspiel gegen die Young Violets.